WK Smash Presents. Super Smash World Demo. Und yeah. Epische Musik. Das wird diesen Hack eventuell auszeichnen, denn wir spielen einen super ja, Mario World Hack. Was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe. Und zwar von einem. Oh mein Gott, ja. Von einem. Okay. Von einem sehr guten Internetfreund, Kumpel, whatever von mir. Und zwar von WK Smash Master oder Smash einfach nur. Er ja, ist auch auf YouTube und ihn könnt ihr bei meinen Abonnenten finden. Heißt auf YouTube WK Smash Master. So, genug der Vorinfos. Wir starten einfach mal. Und ihr merkt schon, dieser Hack wird eventuell schwer. Und ich werde ihn selbstverständlich mit Safe State spielen. Das kann, denke ich, schon mal gesagt sein. Und es ist extra, weitere Infos und Walkthrough zu Super Smash World Demo 1.0 können gefunden werden unter youtube.com user smashmaster. Ja, da macht er sogar nochmal selbst Werbung für sich. Ich hab's schon gemacht. Nein. Und oben merken wir, oh, er hat eine extra Edition für mich angefertigt. Ja, wir heißen Sozi links oben. Ist ja unglaublich. Klasse. Ja. Anfang vom Ende. Mhm. Okay. Ja. Wir dürfen uns in diesem Hack wahrscheinlich auf viel Custom Music einstellen und auch bestimmt viel Gute. Schon mal der Overworld hier gefällt es mir ziemlich gut. Und ja, mal sehen. Also er meint, der Hack ist zu Anfang relativ einfach. Das werden wir jetzt gleich mal feststellen. Safe State. Hallo? Ich habe diesen elendigen Dino gefangen genommen. Du kannst ihn gerne kannst gerne versuchen, ihn zu retten, aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Und Hilfe. 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 Ja? Nein. Nein. Ja, was sollte ich noch sagen? Wow, Chuck. Okay, Neustart. Nein. Ich bin ein totaler Versager in SMW-Hacks. Und das sollte an dieser Stelle vielleicht mal vorher gesagt werden. Wir müssen irgendwie hoch. Nein. Also ich werde mich jetzt erstmal versuchen, ein wenig einzuspielen. Irgendwie. Und das wird in späteren Leveln auch ziemlich schwierig, weil er meinte, wie gesagt, die ersten Level werden relativ einfach. Und ja. Wow, wow, da, Slowdown. Nein. ja, mal gucken, wie es wird. Also ich bin tatsächlich gespannt. Er meinte, also ich spiele das hier auch komplett blind. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe das schon mal vorgespielt. Das sind zu viele Chucks. Wow. Hilfe. Wow, what the fuck. Ja, er meint auch, die ersten paar Level sind spielbar ohne. Safe States. Safe States. Safe States. Nein. Aber das, wenn ich das hier so ansehe. Hallo, wieso verschwindet der? Was ist das denn? Hilfe. Okay, das sieht schon mal schlecht aus. Okay, ich bin verwirrt. Irgendwie muss man den noch killen können. Irgendwie. Nein. Hallo? Ja, so könnte es ja? Nein! 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 Ich darf nicht die Save- und die Load-Taste verwechseln. Ja, es wird ein Abenteuer ohne Grenzen hier. Ich bin so ein einfach mal so schlecht in SMW-Hacks. Und irgendwie kriege ich. Ah, gut. Jetzt saven. Danke. Und wow. Yay! Ziel! Oh mein Gott, Mega Man Intro. Yay. Aber wie gesagt, die Musik in dem Hack wird bestimmt gut. Darauf kann ich mich hoffentlich schon mal einstellen. Puh, damit wäre das erste Level schon mal geschafft. Das, was logischerweise ohne Save States gemacht wurde. Und das nächste ist New Super Mario Bros. Wii Style, glaube ich, hieß das. Schon einmal New Super Mario Bros. Wii 2 gespielt? Nein? Dann ist dies deine Gelegenheit, das erste Level davon auszuprobieren. Okay. Und epische N64 Mario Musik, glaube ich zumindest. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Also, wenn ihr bei Smash's Channel mal vorbeischauen wollt, was. Okay. Ah, toll. Was für ein Kack. Okay. Wenn ihr bei Smash's Channel mal vorbeischauen wollt, also er spielt
ziemlich viele Hacks und auch schwere Spiele, kann man denke ich so sagen. Und er spielt diese Spiele auch meistens gut, ziemlich gut. Also wenn ihr Freund von schweren Spielen seid und Freund von Leuten, von Let's Playern, also er Let's Playt auch, von Let's Playern, die einfach was drauf haben, nicht so wie ich gerade jetzt hier, sondern wirklich Let's Playern, die was drauf haben, dann guckt mal bei Smash definitiv rein. Und ansonsten genießen wir diesen schönen Hack. Wie gesagt, er wird gegen Ende relativ anziehen, hat Smash gemeint. Und dass wir hier jetzt eine Feuerblume haben, ist wahrscheinlich auch eher die Minderheit der Level. Also sollten wir es genießen. Das hier soll anscheinend ein Vorgeschmack auf New Super Mario Bros. Wii 2 sein. Mit komischer Grafik. Oh mein Gott, SMB-Grafik in New Super Mario Bros. Wii 2. Hey. Gibt's hier irgendwas drin? Ach komm, Smash. Du hast... Ja, Slowdown durch Münzen. Meine... was? Gibt's hier nichts drin? Auf Smash. Da enttäuscht mich jetzt aber. Yoshi Coin. Und Stern? Moment. Oh, yes. Darauf hat er mich schon vorbereitet. Seine epische Sternmusik. Spin Me Right Round ist das, glaube ich. Was? Toll. Nein. aber irgendwie bringt es nichts. Trotzdem, wir sammeln den Stern nochmal ein. Ich weiß nicht, geht's hier unten weiter? Ich glaub's ja mal eher nicht, ne? Aber trotzdem, ist es cool, ja. Aber wir kommen nicht mehr nach oben, oder? Nein. Nein. Moment, genau. Ja. Ich habe mir extra Rewinds eingestellt, deswegen. Und, beziehungsweise, ja, Smash hat mir dazu geraten. Weil, wie gesagt, ich hab bis jetzt nicht viele SMB-Hacks gespielt, um genau zu sein, nur The L Collection und einen weiteren Hack von einem meiner, ja, Internetbekanntschaften, der wahrscheinlich auch relativ unbekannt jetzt sein sollte, so bei den SMB-Kennern. Also werde ich auch nicht verraten, welcher das sein wird, war, nicht wird, sondern war, ganz klar. Aber ja gut, die ersten zwei Level bis jetzt gingen echt noch. Gut, das erste Level war zwar ein bisschen seltsam und auch dieser Hammerbruder, der da einfach mal verschwindet. Aber ich glaube, Hammerbrüder in SMW generell sind, what the fuck, ein bisschen komisch. Nichts. Hey. Gibt's hier oben noch was Schönes? Aber bevor wir hier kommen wir nicht mal runter, also... Ich hab gedacht, das wäre eine Falle. Aber ich denke, Smash wird mir in diesem Hack ziemlich viele Fallen stellen. Also darauf könnt ihr... Was? Moment. Okay. Ja. Cool. Toll. nein. Wow. Stirb. Cooper. Und Pflanze. Und Slowdowns sind nicht gut. Nee. Zu viele Sprites, definitiv. Gibt's hier irgendwas? Komm, Smash, enttäusch mich nicht. Du hast hier irgendwas. Ach, Mann. Wieso baut er immer... Was? Ja, ja, epische Musik. Und im Mittelpunkt will ich einsammeln jetzt gleich. Nein. Jetzt sag nicht, hier geht's nicht weiter. Toll. Ach, cool. Nein? Oh, ich hätte mich, also ich will mich nicht versaven. Und ich werde, sofern es zu späteren Leveln geht, auch Sicherheits-Safe-States definitiv verwenden. Was ich eigentlich auch schon mal längst hätte machen sollen, aber ich denke, ich bin zu cool dafür. Wow. bitte, bitte. Nee, das klappt nicht. Fu. Ich kann es nicht lesen. Nein. Na toll. Full. Was? Sprite? Limit. Okay. Was soll das hier bedeuten? Soll das ein... Ach, egal. Einfach weiter. jo, geht's hier unten? Ich wollte schon sagen, hast du hier bestimmt ein Secret eingebaut. Was? Nein. Nein. Yoshi, Coin, ach egal. Was gibt's hier? Vier Festungen gilt es zu bezwingen, bis du das finale Schloss erreichen kannst. Okay. Wir wollen 50. 50! Ja! Und beim ersten Mal. Yeah.
und maximale Sternenpunktzahl. Wir sind so geil. Safe State. Ja? Nee? Ich will nach rechts. I want... Hallo? Moment. Das ist jetzt etwas seltsam. Nein. Eigentlich will ich hier nicht mehr rein. Nein. Auch kein Rewind. Was? Moment. Blöd. Ist das ein Bug? Smash, enttäusch mich nicht. Das kann nicht sein. Och, Menno. Okay, anscheinend geht's hier nicht weiter. Ich werde an der Stelle einfach mal kurz Pause machen, Smash fragen, wie es weitergeht. Weil ich komme auf der Overworld nicht nach rechts. Es geht nicht. Wieso geht es nicht? Ist ja auch egal. Ich frag ihn mal und wir sehen uns an dieser Stelle dann gleich wieder. Bis dann. So, weiter geht's. Smash hat mir endlich die Version gefixt und jetzt können wir auch gleich weitermachen mit Retro Power. Yay. Jetzt wird's so richtig retro. Zwei Level von Super Mario Bros. Vom NES in einem. Okay. ja, das sollte den guten, alten NES-Zocker doch freuen, diese Version hier. Dieses Level hier. Und die Musik ist von Super Paper Mario, glaube ich. Müsste, ja. Coole Sache. Und momentan sind die Level wirklich noch relativ einfach. Und das finde ich auch gut so. Und später, wie gesagt, es wird zwei Level geben im Kaizo-Style. Und die Welle, da werde ich sowas von versagen. Das weiß ich jetzt schon. Oh mein Gott, und ja! Es ist so geil. Der Stern macht so viel Spaß. Was haben wir hier noch? Nichts. Man Smash! Mehr! Will mehr! Wow. Ja, ich kann nur immer wieder die Musik mitmachen. Das ist zu genial. Und yeah, what? Nein. Okay, er hat gesagt zwei Level, also muss noch eins kommen. Um die vier Festungen zu meistern, musst du die dazugehörigen Schalter aktivieren. Sonst kannst du es gleich lassen. Was? Okay. Cool. das sieht doch schwer nach der Röhrenwelt aus. Untergrundwelt? Kann das sein? Smash, enttäuscht mich nicht? Ja, es ist die Untergrundwelt. Und die Musik? Okay, das ist eine verlangsamte Version von der Originalfassung, oder? Kann das sein? Irgendwie sowas. Münzen. Ja. Das sind tatsächlich Remakes, also komplett Remakes. Also, ich habe die Version hier zwar nicht so oft bis jetzt gespielt, auch nur einmal bei der All-Stars-Version bereits, aber das erkennt man doch wieder, denke ich. Und wenn ich den zugehörigen Schalter erraten müsste, wo er sich befindet, dann würde ich sagen... Hier? Ging's da wirklich mal rein? Anscheinend. Coole Sache. Okay, ich wusste gar nicht, dass man hier eine Röhre konnte. War das im NES auch schon so? Ich habe keine Ahnung. Wer weiß. Also wie gesagt, wenn ich raten müsste, wo sich der Schalter befindet, dann würde ich sagen, wir müssen hier mal wieder so wie früher einfach nach oben. Und das geht sogar. Upp. Na, oder auch nicht. Obwohl, wir können es mal probieren. Ich wusste es doch, mein Freund. Gut, das war jetzt auch nicht allzu schwierig zu finden, würde ich sagen. yay, und da ist der Schalter. Wer hätte das gedacht? Was? Shai Grun? Hä?